So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Gült. Na. Wir schmeißen uns wieder rein in unser kleines mystisches Abenteuer. Und gucken mal, wo Emily so rumhüpft und wie wir wieder zu ihr kommen können. So. Oh, wie ging das nochmal? So, die Taschenlampe. Das waren die. Das war das. Das war Sneaken. Was zum? Das waren die Heilung. Wie ging das? So ging das. Ach nein, die musste man ja erst löschen. Nein. So ging das. Meine Güte, ich muss erstmal wieder in die Controls reinkommen. Okay. Dann mal zurück in die Schule, oder? Wo waren wir jetzt? Wir waren irgendwo. Okay. Emily wartet auf dem Dach auf mich. Okay, ich muss einmal den Sound vom Spiel lauter machen, sonst hört ihr fast nichts. Au! Au! Ah! So sollte es fast passen, ein Stück lauter noch. Und das sollte gut sein. Ja, das sieht doch besser aus. Gut. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Kommen wir hier rein? An der anderen Seite verschlossen. Hm. Gut. Batterieladungen. Die Turnhalle ist auch verquer. Das sollte ich inzwischen kennen. In den Keller der Turnhalle gehen. Ich habe jetzt mal die Kamera ein bisschen anders gesetzt. Ein bisschen größer gemacht. Ein bisschen den Rahmen weggenommen. Sagt mir gerne, wie ihr das findet. Feedback immer gerne gesehen. Okay. Irgendwo habe ich gerade ein Lachen gehört. Das passt mir gar nicht. Alter. Ach, hi. Huh. So ist das. Da wollte sich ein Unsichtbarer an uns ranschleichen. Hier drin sind die zwei. Au. Holy, da oben steht auch ein Haufen Fans. Muss irgendwie in den Keller kommen. Da ist ein Inhalator, Lator. Irgendwie. Nein. Okay. Konnten wir ja irgendwie dodgen? Nein, konnten wir nicht. Ach Gott, nein. Ich will da nicht rein. Das war das. So, einmal inhalieren und ein neuer Inhalator. Heilige. Hier hängt nochmal so ein Missing-Schild. Da
Da ist wieder so ein Golem, den wir beleben können. Ist schon okay. Geh jetzt. Oder den wir befreien können und einen Teil vom Ticket zu bekommen. Ein Stück eines alten Seilbahntickets. Es ist alt und mitgenommen. Könnte jederzeit zu Staub zerfallen. Wo ist gerade die Tür aufgegangen? Noch ein seltsames Buch. Cooper, es das juckt. Aha. Wow, hier war jemand lange eingesperrt. Ziemlich lange. Und nebenbei das Missing Poster. Persons having any information are requested to call. Was ist nicht Emily? Und ein Klo. So, dann lesen wir doch mal das neue Buch. Da, das juckt. Das juckt so schrecklich. Ich kann nicht aufhören, mich wie irre zu kratzen. Die Krankenschwester hat es mir zwar verboten, aber die weiß ja nicht, wie furchtbar das juckt. Ah, das ist das eine, das ich nicht vermissen werde. Diese blöden, nichtsnutzigen Krankenschwestern. Ich habe gesehen, wie sie mich angeschaut haben. Mit dieser verächtlichen Miene. Sie fanden mich widerlich. Naja, meine Haut sieht wirklich widerlich aus. Das ist mir schon klar. Knallrot und herunterpellend. Nicht gerade ein hübsches Postkartenmotiv. Und sie juckt so schrecklich. Ah, wo sind bloß die verdammten Schmerzmittel? Es wird immer schlimmer. Als es angefangen hat zu bluten, bin ich aus dem Zimmer raus, um diese lärmarschigen Krankenschwestern anzuschreien. Aber da waren gar keine. Spurlos verschwunden. Ich bin durch die Flure gerannt und habe Medikamente gegen diese schrecklichen Schmerzen gesucht. Aber nirgendwo war auch nur eine Menschenseele. Hätte ich schon gewusst, was in den dunklen Zimmern lauert, wäre ich nicht so laut gewesen. Wahrscheinlich hat es mich schreien gehört. Dieses Untier. Es sprang unter wildem Geheul einfach wie aus dem Nichts hervor und wollte mir den Kopf abreißen. Ich habe zwar keine Ahnung, was zum Teufel das war, aber es hatte nichts Menschliches an sich. Seine Haut sah aus wie meine. Rot, rissig, abscheulich. Aber das Gesicht stand auf dem Kopf mit einem riesigen Schlund und spitzen Zähnen, wie aus einem Albtraum. Ich wäre dort auf der Stelle gestorben, wenn nicht Cooper gewesen wäre, mein Labrador. Ich weiß zwar nicht, wie er mich gefunden hat, aber er tauchte in letzter Sekunde auf und lenkte das Monster ab, sodass ich fliehen konnte. Und jetzt bin ich hier in diesem Zimmer gefangen, habe Cooper auf dem Schoß und versuche Mucksmäuschen still zu sein. Aber es juckt so schrecklich, ich muss mich kratzen, ganz leise. Meine Haut, sie sieht aus wie die des Monsters. Verwandle ich mich so etwa? Haben Sie uns deshalb hier im Krankenhaus gelassen? Ich dachte, ich hätte Schuppenflechte. Aber vielleicht ist es ja was vollkommen anderes. Etwas viel Schlimmeres. Ich will nicht in diesem blöden Krankenhaus sterben. Immerhin habe ich Cooper bei mir. Er ist ein braver Hund. Er findet mich nicht widerlich. Stimmt's, Cooper? Irgendwas ist mit seinen Augen. Sie strahlen so grün. Aber das ist definitiv mein guter, alter Cooper. Er ist zwar gestorben, als ich 7 war, aber er ist zu mir zurückgekommen. Ja, nee, ist klar. Hi. Neue Batterien. So, da ist was runtergeknallt. Ist hier was Interessantes? Nein, danke. Ist ja ein Puzzle. Nein. Ein Bild. Wie sie alle den Verlierer auslachen. Wo sind die Unsichtbaren? Wo sind die Unsichtbaren hingegangen? Eine weitere Batterie. Ein
komisches Bild. Ah, willkommen zurück. Interessant. Einstecken. Aus. Ein nutzloser Fernseher und eine Tür. Der Kontrollraum. Oh mein Gott. Wo ist der Vogel? Klingt, als wäre hier irgendwo ein Vogel. Sign up. We want winners, not we nerds. Get good or get lost. Respect school property. Ah, die Dinger wieder. Aha. Und ein Rätsel. Aha. Ha. Jawohl. Schön. Ja, das wollten wir doch auf jeden Fall offen haben, oder? Ist ja nicht so, als wären hinter den Türen alle möglichen Viecher. Isolationszelle mit einem Schlüssel. Also ich... Da ist die Bestie. Vielleicht doch keine gute Idee. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich bleib jetzt hier, unter diesem Tisch. Irgendwo hier ist doch so ein verdammter Vogel. Ich höre ihn genau. Wie ist es eigentlich, wenn ich das hier mache? Ist da noch irgendwo was offen? Nein, 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 nein. Egal. Tür auf. Ducken. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Der nächste. Einmal. Zweimal. Nein, nein, nein. Dreimal. Wir schleichen. Weil Schleichen einfach gesünder ist fürs Leben. Da ist noch so ein scheiß Vogel. Und da ist noch so ein... Aha, was liegt hier so rum? Super. We will break you. Ein Spinnennetz und weiter diese Missing Poster und Vogelkäfig. We're coming for you. Ein weiteres Buch. Noch ein seltsames Buch. Sportunterricht. Also erstmal noch das Buch. Eine Zeichnung. Sieht aus wie eine Erinnerung von Emily. Sportunterricht. Ich habe schreckliche Angst. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Ich habe Mama angelogen und behauptet, ich wäre krank, weil ich nicht mehr zur Schule will. Heute haben wir Sport und das ist das schlimmste Fach. Die anderen schubsen mich, dass ich hinfalle und sie mich auslachen. Letztes Mal hat einer mich getreten. Alle aus der Klasse haben es gesehen, aber keiner hat mir geholfen. Sie haben mich nur eine Heulsuse genannt. Als ich es dem Lehrer gesagt habe, meinte er nur, ich solle einfach weiterspielen. Ich habe wirklich versucht, mir die Tränen zu verkneifen, aber ich habe keine Luft mehr bekommen. Alle haben mich angegafft und weitergelacht. Mama sagt,
dass sie mir glaubt und dass ich heute im Bett bleiben soll. Obwohl ich jetzt nicht mehr so große Angst habe, kann ich nicht aufhören zu weinen. Vielleicht haben die anderen ja recht. Vielleicht bin ich ja wirklich so erbärmlich. Es ist schon schrecklich, was sowas aus oder mit Kindern machen. Good for nothing. Emily is dumb. We saw you cry. Cry like a baby. Dumb baby. So. Die Herausforderung wird jetzt, den hier zu kriegen, ohne den anderen. Verdammt. Schleichen. Und da geht doch was. Volltreffer! Oh, meine Batterien sind leer. Wie lade ich nochmal nach? Steuerung, Controllerbelegung. Taschenlampe ausrüsten, zählen, Löcher. So konnte man sprinten, genau. Okay, man kann nicht nachladen. Er lädt automatisch nach. Wenn man eine Batterie findet. Und wir haben sie alle genutzt. Das ist schlecht. So. Oben gingen auch noch Türen auf. Über den Turm da drüben komme ich aufs Dach. Ja, glaube ich auch. Aber wir müssen erst in diese verfluchte Isolationszelle mit dem Monster. Was war das? Warum hat der Sound aufgehört? Warum hat der Sound geändert? Ich will das wissen. Batterie. Batterie. Oh ja. Hi. Jawohl. Also, man merke, nicht immer die Batterie nutzen. Du bist da oben drin. I see. Muss ich irgendwie da hochkommen? Wie komme ich da hoch? Kann ich hier irgendwas schubsen? Nein. Da ist ein Auge. Da ist ein Auge. Hi. Noch irgendwo? Nein. Also soweit sind wir schon mal. Was können wir hier schieben? Nichts. I see. Hier ist noch ein Loch. Und da ist noch ein Loch. Irgendwie kommen wir doch da rüber. Keine Idee, wie ich darüber kommen könnte. Da drüben müssen wir rein. Und ich will da nicht rein. Kann ich hiermit irgendwas machen? Ah, da ist ein Weg nach oben. Wie klettert man nochmal? Wir müssen da hochkommen. Ach Gott,
Wie klettert man nochmal? Man nimmt die verfluchte Leiter. Oh Gott, so einfach doch.